Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier auf Marsch. Wir werden mal gleich den Papierstellung entsprechend Wasser geben. Da muss ich schauen, was noch zu machen ist. Ich bin heute mit meiner Aufnahme-Session. Das heißt, heute will ich eigentlich die 14 Folgen machen. Kurze Info, ich möchte heute, wenn das Geld reicht, was bauen, und zwar den globalen Marktplatz. Diesen hier, können wir uns leisten. Ich weiß aktuell noch nicht wo, aber irgendwann, also irgendwo näher vom Hof, kann man sagen, weil wir verkaufen aktuell ja nur Plattlandfrüchte und zum City ist gut, weil es dann nur so geht. Erstmal. Also ich möchte hier gerne da Dünger verkaufen und wenn es klappt, Dünger in Thüringen kaufen. Zum Beispiel. Das oder umgekehrt, wenn ich in Thüringen viel Getreide habe oder Weizen, das hier verkaufen, das auch verkaufen und hier wieder aufkaufen. Natürlich ist es so, dass jeder andere aufkaufen kann, das heißt, was ich bei mir da verkaufe, ist nicht zwangsläufig mein Getreide oder mein Potenzial. Aber hoffe, dass mir was übrig lässt und ich kann das entsprechend dann kaufen. Hoffe ich jedenfalls. Schon mal 15 Minuten echt. Stell mal so, jetzt haben wir schon mal 2-3 Minuten gespielt, 2 ungefähr, 15 bis 16, 17 vielleicht. Normaler Countdown-Zähler. Eier kochen und so ähnlich, kann man nehmen zum Beispiel. 17 Minuten. Und dann mal schauen, was wir machen können. Wir fahren zur Brauerei und holen ebenfalls Wasser und dann laden wir gleich Wasser überall ab. Ne? Muss ja eh gemacht werden. Genauso können wir zum Hof fahren und da nach Milch brauchen wir viel verkaufen. Also kann man zum Hof. Brauerei läuft ja zurzeit sowieso nicht. Und Mahlzeit auch nicht, da fehlt ja die Ware. Und leider habe ich für halt auch keine Waren zur Verfügung, weil ich da zeitlich gesehen ein bisschen mehr voraus bin. Ein paar Tage. Das ist eigentlich ein Vorteil. Da ist ein Sommer und da jetzt, weil die Erde mit wäre, mit Weizen verkauft. Ne? Aber leider haben wir da auch viel zur Verfügung. Vielleicht können wir da entsprechend was verkaufen. Ich stelle dann Richtung Kuhstall und dann morgen früh. Ich schaue gerade die Posttemperatur an, kommen wir minus 1. Das heißt, wir können nicht düngen zur Zeit. Das ist blöd. Dann muss ich jetzt warten oder hier, ne? In dem Fall, ne? So, stelle ich hier mal so hin. Bereiten mal gleich die Fütterung der Tiere vor. Für morgen früh, in Anführungszeichen. Tja. Zurzeit habe ich keinen Plan. Also, das ist eine Woche immer nicht spielen, das geht nicht gut, Anführungszeichen. Also, irgendwo muss ich doch jetzt ein Fahrzeug haben, das ich nehmen kann, ne? Also, der rote Hänger ist da. Du schalt mal durch. Genau. So, zum Hof.
zum Grasmähen. Wir haben jetzt Frühling. Wir werden immer auf die Wiese fahren. 12 ist und dünn gedacht. Also wir können rein theoretisch das Feld nochmal Gras abmähen und dann nachher später reinbringen, meinetwegen Hopfen oder so. Fahren wir das Feld und werden das aber mähen. Das sollte eigentlich kaum zu weit sein, ne? Immer das Lenkrad. Das war noch nicht so weit, aber wir haben noch bald. Da reicht aber ein Traktor aus. Ja, Globalmarkt, also Dünger ist voll. Ja, wo wollen wir am besten hin, ne? Hier vorne wäre Platz. Müssen mal gucken. Der Schlachter wird man auch früh auch schön verkaufen können. Hühnerstall zum Beispiel, ja. Natürlich, was blöd ist, dunkel, ne? Aber da könnte man Apfel beschaffen. Da werden wir ganz kurz Lichter bauen. Und zwar zurück. Wie lange haben wir hier die guten Lichter? Denn dann mal drehen, ne? Wo da auch Licht wichtig ist, ne? Also so ist ja nicht. Denn so eine Lampe kann im Prinzip da, wo der Pfeiler ist, hin platziert werden. Genauso hier wie am Rand. Da stört er auch keinen. Der Markt hat zwar auch Licht, aber so haben wir gleich beim Bauen Licht, ne? So. Dann werden wir hier vorne mal schauen, und zwar drehen. Weil sie kann nicht. Nur drehen, dann geht schon. Kann nicht, gibt nicht. Also hier ist kein Dunkel, Dunkelheit nicht vorgesehen, also. Im Dach muss er nicht gerade drin sein. So, jetzt haben wir Licht. Jetzt werden wir ein bisschen gucken, ob wir das Gebäude gebaut kriegen. Ne? Das ist jetzt ungefähr seit 14 Tagen, ich sag mal so, auf dem Markt. Mittlerweile habe ich es hier auch schon in Thüringen gebaut. Und da dachte ich zuerst, Mensch, da kannst du so schön Tabak verkaufen. Na, das geht noch nicht. Multifrucht ist noch nicht vorgesehen. Noch nicht. Ob das kommt, weiß ich nicht. Ist aber für mich erstmal nebensächlich. Wenn wir hier Dünger herstellen, das können wir hier ganz gut verkaufen. Beziehungsweise, ja, verkaufen. Und drüben kann man es dann entsprechend, ja,
das gleich mal, ne? Was haben wir jetzt hier Schönes? Na, das ist was anderes. Weil wir wollen ja hier kein Gras zwischen haben, ne? Schön gepflegt, gepflastert, ne? Ich habe jetzt ein paar Schierscheine gekriegt, so ähnlich, dass ich zur Arbeit fahren darf. Dass ich systemrelevant für die Firma bin. Das ist ja sehr nett. Man muss ehrlich sagen, ein paar Tage frei sind schön. Aber wenn die Tage so viel werden, dann macht man sich doch schon Gedanken, ne? Wegen der Zukunft. Deshalb bin ich eigentlich froh, dass ich arbeiten darf. Und nicht, ja, zu Hause rumsitzen muss, ne? Oder darf. Wir müssen es ja nicht, aber man darf ja so rausgehen, so ist ja nicht, ne? Aber man darf halt draußen keine Partys machen, ne? Also Party in Anführungszeichen, ne? So. Gut. Dann können wir Dünger verkaufen. Wie schön. Mal eine Kontrolle machen. Wie aktueller Preis ist. Ja, wir haben den Dünger haben wir noch drin. 600.000, ja. Wasser haben wir auch drin, ne? Das war schon in Thüringen so. Ich weiß ja gar nicht, wieso Wasser verkauft wird, aber. Wenn man unterwegs Geld braucht, ne? Wasser kostet ja nichts. Wenn ich hier einen Fluss hole. So. Der LKW. Einer ist bei der Milch. Den könnten wir nehmen. So, ich will aber Zeit gucken. Ein bisschen haben wir noch. Dann können wir dann nachts ein bisschen vorspulen, schneller. Und morgen früh dann Tiere besorgen. Wahrscheinlich können wir auch dann irgendwann nachher düngen, ne? Also die ganzen Wiesen müssen gedüngt werden. Wahrscheinlich die Felder auch. Ja, muss ich zurückfahren. Da haben wir so einen blauen Anhänger, da kriegen wir zwei Ladungen rein. Also den Broken nehmen wir nicht. Geht doch gar nicht. Bisschen blöd hingestellt jetzt, ne? Aber gut. Zumindest vorübergehend. Morgen wird er sowieso schon gleich ein LKW reparieren, ne? 80%. Wenn wir dabei sind. Das ist ja nichts. Haben wir Schönes? Wort Neues. Wie neu. Ein theoretisch könnten wir auch einen Reifeisen bauen, da können wir noch mehr verdienen, aber ich möchte ja im Prinzip indirekt auf die Marsch in Thüringen Dünger haben und dann. Obwohl ich jetzt am Montag spielen werde, kann natürlich sein, dass ein anderer Probe kauft. Man soll ja das hier aufwecken, ne? Einer gebraucht haben. Ist ja auch recht, ne? Also hier habe ich keinen Soja. Muss überlegen. Ich glaube nicht. Ich muss den mal ganz kurz nachschauen. Mal ganz kurz auflanken, mal kurz nahe gucken, ob wir alles haben. Ob wir hier gekauft sind. Alle Standardfrüchte kann man verkaufen. Von Stroh, Milch. Ja. Okay. Muss ich mal kurz schauen. Dann können wir hier auch endlich mal schulen. So, was haben wir? Raps haben wir noch da. Wir haben noch Futter brauchen wir selbst.
Drum brauchen wir auch. Gärreste, das wäre die Lösung, ne? Schweinefutter brauchen wir auch selber. Wie gesagt, hier Mottfrüchte und so wird nicht gehen. Aber. Rohraps. Eine Ölmühle habe ich auch noch nicht. Also. Können wir auch noch nicht leisten. Oh, die Sonne fällt rein. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich mein Fenster frei erreichen kann. Weil das war ja komplett zugebaut. Das dauert nicht lange, die Sonne eh weg. Hinter den Bäumen. Wenn die Bäume erstmal schön grün werden, dann ist eh bis im Frühjahr, obwohl im Sommer ja eigentlich länger Sonne scheint. Ne? Dann muss ich dann zumachen. Aber heute ist es okay. Denken wir schon. Vielleicht zur nächsten Folge. Die aber kommt. So, verkaufen wir mal. Also vom globalen Markt bauen ist das eine. Man muss aber vorher immer eine Verbindung aufbauen zum Server. Sonst geht das nicht, ne? Ja, das hier nicht verkauft. Wo verkaufen wir das Dünger? Also Raps ging hier, Soja ging hier jedenfalls. Und Mischel auch. Doch hier vorne vielleicht. Hier vorne ist flüssig. Das weiß ich. Muss ich Pumpen und Dünger mal finden, ne? Weil ich mit Dünger von Linksproduktion nicht geht. Das ist so blöd, ne? Gut, Dünger eigentlich keine. Muss ich mal schauen. Kommen wir nicht rum. Muss ich etwas größer runterfahren. Früher haben wir Dünger da, das arbeitet relativ zügig. Mist haben wir auch noch da. Muss ich hier mal wieder gehen. Hier auch nicht angesehen. Dann müsste auch ein Symbol kommen. Also Turing kann man den Symbol jetzt abladen. Hier vielleicht? Aber sie nicht. Die kann man durch Stroh und Kartoffeln kriegen, ne? Wenn was im Lager ist, ne? Da haben wir normalerweise flüssig normalerweise. Kann sein, dass der Dünger so nicht geht. Von der Marsch. Andere Textur oder andere Codenamen, keine Ahnung. Bei vom zweiten Hänger. Na, dann halt nicht, dann wollen wir halt mal sehen, dass wir Dünger woanders verkauft bekommen. Wo liegt ein Symbol? Normalerweise nicht. Weizen, Hefe, muss alles, das ist gleich, denke ich mal. Oder nee, das kann es ja nicht sein. Werden wir mal feststellen mit dem Raps. Dünger. Dann fahren wir Dünger in unser Lager rein. Wenn das wirklich an Dings liegen sollte, dann müsste ich diese Symbole von Global komponieren. Wenn es daran liegen sollte. Was ich auch persönlich nicht glaube. Aber glauben muss ich wissen, ne? Gucken wir, den Traktor habe ich bei den Schweinebestand für Füttern nachher. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein, für die erste Folge. Denn seid mal tschüss und winke winke. Und ciao ciao.
Ja, man sieht sich dann vielleicht, wenn ihr das wollt, zur zweiten Folge wieder. Am Montag. Tschüss.